Einen wunderschönen. Da bin ich auch schon wieder, euer Odin, und ich begrüße euch ja zu einem neuen Hardware-Video. Wir haben ja Unboxing von der Ladestation gemacht. Die leuchtet jetzt komischerweise wieder blau. Die hat eben grün geleuchtet. Aber bestimmt, weil ich den USB kurz raus... Na, egal. So, und dem Controller. Erstmal nehmen wir die hier wieder raus. Die nehmen wir auch raus. Sind ja alle fertig geladen. Und machen die erstmal hier ran. Hat schon vibriert. Hat auch vibriert. So, das brauchen wir nämlich hierfür. So. So, jetzt haben wir ein paar Mal A gedrückt. Da ist es. So, Controller. So. Steht nämlich hier auch so erklärt. In dem Heftchen hier irgendwo. Was leider nicht in Deutsch ist. Wir sollen da unten auf den Controller-Icon gehen und dann Change Grip, was weiß ich was. Also das oberste. Da. Reihenfolge ändern. So. Und jetzt sollen wir praktisch L und R gleichzeitig drücken, um den jetzt zuzuweisen. So. Und dann drücke ich jetzt hier erstmal Mike an. Wollt ihr jetzt sagen, ihr seid leer oder was? Oh nö. Nee, jetzt so. Und jetzt sollen wir L und R gleichzeitig gedrückt halten. Plus und Minus gedrückt halten. Plus und Minus gedrückt halten. Das ist halt wieder so typisch hier. So, da sind wir an diesem Bildschirm und dann mit... Oh Gott, ist das klein geschrieben. Ich soll irgendwas drücken? Ich habe keine Ahnung, Leute. Weil es so klein geschrieben ist. Und dann war aber das nächste Bild war halt... Das. So. So, jetzt sind sie wieder eingerastet. Und funktioniert gut. Oh, der kommt aber ganz schön weit auseinander jetzt. Sehr geil. Und jetzt können wir rein theoretisch, müssen wir das jetzt auch abmachen können. So. Haben wir jetzt hier dran. Ja. Und können jetzt hier
Fortnite. Ach, nein, Fortnite braucht wieder eine Aktualisierung. War ohne Aktualisierung. Ach, ey, ist nicht. Ist da nicht. Ich brauche ja alles Aktualisierung. Ey. Das Bunny-Ding vielleicht nicht. Scheiße. Ich sage einfach mal Software starten. Mit meinem Profil. Es sieht geil aus. Warte, ich mach mal aus, damit ihr das sehen könnt. So sieht das jetzt aus. Ich denke mal, wir können auch irgendwie die LEDs einschalten. Wenn man jetzt hier natürlich noch Englisch könnte und so, dann wäre das natürlich der Hit. Dann machen wir einfach mal fortfahren, gucken, ob es funktioniert. Wieso hat er denn jetzt das A nicht genommen? Der nimmt den A-Knopf gerade nicht. Eben hat er ohne Probleme genommen. Und der ist ja noch voller als die andere Seite. Ja, jetzt nimmt er wieder. Aber hier im Spiel. Also das ist ja sehr kurios. Irgendwie, vielleicht weil das Spiel noch kein Update hat oder so. Weil wie hier gesagt, hier nimmt er den A-Knopf ohne Probleme. B, hier, A, ohne Probleme, nur im Spiel dann den nicht. Aber sonst hält sich sehr gut. Wir haben hinten noch Tasten, wofür wir die haben, keine Ahnung. So, jetzt müssen wir mal gucken, ob hier auch was steht, dass man die LED färben kann. Den gibt es auch übrigens in Schwarz, den Controller. Es ist alles so klein geschrieben, Leute, ich sehe da nicht durch, ey. Set-Button, Turbo-Button. Also der obere ist schon mal der Set-Button. Also der hier.
Ja, selbst ein Standby und dann geht's da aus. Aber es ist halt wirklich leider sehr, sehr klein geschrieben. Also da muss ich mal fotografieren und dann muss meine Tochter mir das übersetzen wieder, ob man da dann halt das wechseln kann, die Farbe. Weil das würde mich schon sehr interessieren, weil auf dem Karton steht es ja so drauf. Sonst griffig ist er, ohne Probleme. Kann man nicht meckern. So, und dann haben wir ja auch hier, passt da dann auch super ran. Und dann können wir die jetzt erstmal laden. Und beim Laden leuchtet hier ein blaues Licht. Irgendwo hier unten ist ein blaues Licht. Ach, hier da im Ding drin leuchtet es blau. Ja, so, dann laden wir den erstmal und den gucken wir uns weiter an. Switch dann. Ja, das ist praktisch die Station von dem anderen. So ist im Prinzip fast so, bloß die sind ein bisschen kleiner. Das sind die Standardteile, die habe ich aber meistens beim Ring Fit drinne. So, das werden wir uns jetzt weiter angucken. Muss ich mal gucken, ob man die Farbe färben kann und wenn ja, wie? Denn wenn man das kann, dann mache ich noch mal ein Video dazu. Meine Tochter muss das erstmal übersetzen. Aber so würde ich mich jetzt erstmal verabschieden. Er macht das, was er soll. Er liegt sehr, sehr gut so an sich in der Hand, aber er ist halt glatt. Ja, also ich hatte da schon einen mit so Matrix-Muster, der ist dann nicht ganz so glatt. Der liegt ein bisschen cooler in der Hand, weil er ein bisschen hat so ein bisschen anti-Rutsch ist. Der ist aber ein Stück größer. Aber er macht das, was er soll. Also das ist das Wichtige und sieht cool aus mit dem. Ja. Also muss man denn selber wissen, was ihm wichtiger ist. Cool aussehen oder halt diese anti-Rutsch. Aber egal. Das soll es jetzt soweit auch dazu gewesen sein. Ich hoffe, hat euch gefallen. Wenn es euch gefallen hat, Däumchen wären Träumchen. Ich werde auch mal versuchen, dass ich euch oben in die Infobox die anderen Switch-Videos verlinke. Dass ihr euch die anderen auch mal angucken könnt, die anderen Controller, die ich getestet habe. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Ahoi, sagt euer Odin.